Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster 2. Wir sind heute wieder da und werden wahrscheinlich und hoffentlich den letzten Abschnitt von dieser Mission fertig bekommen. Wir müssen die Parkbewertung jetzt erstmal ein bisschen nach oben treiben. Wir sind jetzt aktuell bei 3,83 und müssen auf 4,5 hoch. Wir haben hier einiges zu tun tatsächlich. Und ich würde tatsächlich wirklich erstmal so ein bisschen die Gäste-Experience ein bisschen verbessern wollen. Nicht nur das, sondern auch tatsächlich einmal komplett Mülleimer und Personal und alles drum und dran ein bisschen besser gestalten so. Ich glaube aber, dass wir hier auf einem relativ guten Weg sind. Den Rest müssen wir mal gucken. Wenn man dann sehen, die Heatmap haben wir zum Glück ja immer noch ein bisschen mit dabei, dass wir hier gucken können wegen Hunger, Durst und alles drum und dran. Der Durst, man sieht es, ist immer noch sehr präsent tatsächlich. Also ist jetzt auch ganz viel mit Rot teilweise dabei, sehe ich gerade. Hunger, würde ich behaupten, ist nicht so viel. Da müssen wir dann wirklich trotz alledem nochmal gucken. Und Toiletten, die werden auch noch interessant, aber die schauen tatsächlich ziemlich gut aus. Und ich habe auch gesehen tatsächlich, dass in dem nächsten Hotfix scheinbar was dabei ist, dass die Reinigung, also die Hausmeister quasi die Mülleimer reinigen. Scheinbar ist es wirklich ein Bug, dass die das nicht reinigen. Also ich habe nichts falsch eingestellt oder sonstiges, sondern sie machen es einfach halt tatsächlich nicht. Oder nicht immer. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt tatsächlich das Datum gerade gar nicht im Kopf, wann genau es kommt. Wir werden es auf alle Fälle anspielen, definitiv. Und ich glaube und hoffe, dass Planet Coaster in einem Jahr soweit ist, dass man auf dem Level ist von Planet Coaster 1. Das wäre mein großer Wunsch tatsächlich. Ob es so kommt, mal gucken. Ich bin auch gespannt, wenn dann die neuen Stationen endlich kommen mit separaten B- und Entladestationen. Und das, wenn wir haben, dann glaube ich, ja, dann glaube ich, kann das Spiel wirklich was. Und ja, müssen wir wirklich mal gucken. So, aber dann machen wir jetzt erstmal trotz alledem das, was wir gesagt haben. Erstmal ein bisschen Gäste Experience und Co. ein bisschen verbessern. Wir brauchen Mülleimer, wir brauchen mehr Wartungspersonal, wir brauchen so, so viel Neues, anderes Zeug. Und die Bahn hier, ups, ist down, wie es aussieht. Oh, ist ziemlich laut auf den Ohren. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, aber sie war defekt. Es war hier gerade rot aktuell. Aber gut. So, haben wir hier unten... Hatten wir hier was zum Futtern? Nein, hier ist leer. Mal kurz ein bisschen leiser machen auf die Ohren. Also hier ist auf alle Fälle leer. Hier haben wir auch keinen Shop drin, obwohl wir hier eigentlich einen Shop reinbauen könnten. Weißt du was? Das machen wir gleich. So, ach, ich kann das Gebäude gar nicht bearbeiten. Okay. Dann probieren wir es halt einfach anders, indem wir dann selbst erstellen. Ich würde sagen, wir machen was zum Futtern. Gelato Bros. Okay. Nochmal Sushi? So, doch, hier. Wir sind hier in der Nähe vom Meer. Da gibt es jetzt Sushi. So schönes Lachs-Sushi und alles. Das, glaube ich, kann man verkraften. Das, glaube ich, funktioniert. So, gut. Gucken wir nochmal kurz. Da müssen wir so bisschen anpassen. Ich bin tatsächlich immer noch nicht, und das ist eine Schande, immer noch nicht so weit, dass ich mit der Steuerung zurechtkomme. So, ich hoffe jetzt aber trotz alledem, dass wir hier angedockt sind. Es sieht zumindest so aus, weil das Spiel motzt nicht, dass wir keine Verbindung zum Weg haben. Das scheint zu gehen. Gut, hier haben wir noch gar nichts. Hier zwischendrin haben wir auch nichts. Okay. Aber es ist schön. Hey, es ist wirklich eine sehr, sehr coole, schöne Map. Das muss man auch sagen. Und ganz, ganz speziell, ich finde hier diese Hotelanlage da nach wie vor immer noch ziemlich geil. Das muss ich echt sagen. Wofür ist dieser Steg hier? Da könnte man auch so ein paar Bänke noch mit dazu setzen, ne? Dann können die Gäste, die wo sich hier so ein bisschen ausruhen wollen, so dem Klang des Meeres, ein bisschen zuhören, ein bisschen lauschen. So, gut, so ein bisschen neben die Laternen, dass die Gäste noch ein bisschen was sehen. Was brauchen wir natürlich noch? Mülleimer, ganz klar. Ich würde sagen, wir machen hier dazwischen einen rein. Hier nicht in die Sicht von den Gästen, wenn sie wirklich aufs Meer gucken. Warte mal, kurz gucken. So, gut. Oh. Naja, ist auch schön, ne? Der Stützenwald von Mack.
Na, ist schon cool. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass diese Art von Bahn im Spiel mit dabei ist. Genauso wie dieser Atlantica Super Splash mit diesen Turntables und alles drum und dran. Ich bin wirklich gespannt, was noch alles kommt zum Spiel, weil das ist tatsächlich was, wo ich mir so denke, so, hey, das hätte ich mir so, so gerne im ersten Teil auch gewünscht alles. Das ist jetzt zum Glück im zweiten da. Der zweite Teil hat jetzt noch ein paar Problemchen. Aber ist auch so eine Plattform. Aber ich glaube, das kriegen sie noch hin. Ich war in der letzten Folge tatsächlich ein bisschen scharf, aber also ich kann das hier nicht wegmachen. Also es ist nicht geplant, dass ich hier noch was zum Essen reinsetze. Naja gut, aber immerhin, wir haben es hier gemacht. Aber unterm Strich, das Spiel macht ja trotzdem Spaß. So ist es ja nicht. So, Forschungspunkte, auch ganz wichtig. Ich kann gar keine Forschungspunkte mehr verteilen. Was ist, wenn ich jetzt im Kapitel 2 bin? Kann ich dann die ganzen Forschungspunkte von Kapitel 1 trotzdem noch verwenden hier für Kapitel 2? Wenn ich jetzt in diese Map zurückspringe, dann wird es wahrscheinlich auch nicht freigeschalten sein, ne? Ja, das ist schade. Weil so habe ich tatsächlich jetzt alles erforscht, was möglich ist in Kapitel 1. Hier Kapitel 2, da gibt es ja gar nichts. Hier schon unterirdische Quelle. Strom, Transport. Ja gut, haben wir alles. Dann brauchen wir hier nicht mehr forschen. Aber jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier. Der ganze Müll macht mich unwohl. Das sind zum Glück nur noch 28%. Da gucken wir uns aber gleich die Heatmap nochmal an. Ihr kriegt langsam Durst. Verstehe ich. Laden 3 sieht es voll aus. Ich gehe woanders hin. Bei Dienst Laden 2 sieht es voll aus. Ich gehe woanders hin. Ganz kurz gucken. Eine Information. Okay, da motzen die alle. Dann, weißt du was, ich glaube, wir setzen... Alter, hier ist viel zu viel los. Gebt euch das. Ich glaube, ich setze hier nochmal eine Information mit dazu. Ganz kurz, Servicegebäude. Ich gehe nochmal auf die Baupläne. So, Dienstleistung, Information. Ich setze jetzt tatsächlich hier mal eine mit dazu. Hallo? Spiel. So. Machen wir ganz kurz hier eine mit hin. Aber hier ist auch tatsächlich wahnsinnig eng der Weg, ne? Aber guck, jetzt gehen die Gäste auch hier ein bisschen auf die andere Seite rüber. Das ist gut, das passt. Der Mitarbeiter macht Pause. Ach, natürlich. Das ist tatsächlich mein Fehler. Moment, ich brauche noch ein paar Verkäufer. Und was wir auch brauchen, ganz klar, das mache ich jetzt auch gleich noch. Das müsste hier gewesen sein, Mitarbeiter. Servicegebäude klein. Mittel. Ich glaube, das machen wir so. Und wenn möglich... Ja, wenn möglich, machen wir das hier hin. Das ist gut. Dann haben die Mitarbeiter nicht so weit, hier hinzulaufen. Und hier können tatsächlich 8 Mitarbeiter Pause machen. Das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Die anderen 2 Mitarbeiter sind abgehauen. Die gehen tatsächlich irgendwo anders hin. Die wollen hier nicht arbeiten. Dann haben wir irgendwo noch ein paar Lücken zu füllen. Die Warteschlange wird auch noch aufgehalten. Ach, jojojo. Moment. Ich habe nicht daran gedacht, dass natürlich jetzt auch bei den Fahrgeschäften der Fall ist, dass die Mitarbeiter in Pause gehen. Das war ja im Planet Coaster 1 tatsächlich nicht. Mitarbeiter Co. und so hier von den Imbissständen und alles. Ja. Eins, zwei, was machen wir denn? Machen wir mal 3 Stück. Von denen geht keiner irgendwie da rein. Habe ich so viel Mitarbeiter, die wo in Pause gehen? Ach du Heiliger, was ist das denn? Naja, wenigstens der hier bekommt es gebacken, da kriegen wir es ein bisschen hin. Und man sieht ja auch, die Parkbewertung, die steigt tatsächlich. Das ist sehr, sehr gut. Und was auch gut ist, schau mal. Die Gäste, die machen tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht, ob die tatsächlich geplant so seitenverkehrt jetzt laufen, dass hier linke Seite runter, rechte Seite nach oben ist.
oder andersrum, sehr wurscht. Aber sie haben den Weg an sich in sich getrennt. Aber hier geht's zu, da ist voll. Wir haben auch fast 4.500 Gäste im Park, das ist nämlich auch ziemlich geil. Das Einzige, was keiner machen möchte, das ist hier in dem Park laufen, in dem Pool. Nicht in dem Park, in dem Pool. Aber es wollen alle zu der Achterbahn runter, wie es aussieht. Und das wird, gerade kommt es mir, das wird wahrscheinlich auch gepatcht. Das habe ich gelesen, dass sich die Gäste, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es jetzt nur so verstanden, dass es für die Pools war und nicht für die Achterbahnen. Da müssen wir tatsächlich dann nochmal kurz gucken. Hier werden wir jetzt aber nochmal Mitarbeiter einstellen. Einmal sauber machen und anschließend hauen wir uns hier nochmal ein paar Mülleimer mit dazu. Oh, was mir gerade kommt, wir haben hier bei diesem Weg tatsächlich gar keine Geländer dran. Genau, die Imbissstände, die passen. Damit bin ich tatsächlich ziemlich happy. Zu dem Pool will aber tatsächlich kein Mensch. Ich habe hier zwar auch eine Rutsche mit dabei. Da will aber auch keiner hin. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier tatsächlich gerade das Problem ist. Hier unten werden wir aber trotz alledem nochmal ein paar Bänke hinmachen. So. So vielleicht, würde ich mal sagen. Und, warte mal, wir können doch theoretisch... Das ist ein Schirm, hier sind die Lampen. Ah, das wollte ich gar nicht. Moment, so. Ich drücke immer die falsche Taste, ich weiß gar nicht warum. Das können... Ach, das ist das Skalierungstool. Ah, alles klar. Ich habe mir schon gedacht, für was ist immer diese einzelne Linie... Oder dieser einzelne Kreis ist ja eigentlich. So. Gut. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was zu sitzen. Wartungsarbeiten. Nein! Von Generator ist abgelaufen. Ist das hier? Braucht ja auch Wartung. Nee. Der braucht tatsächlich keine Wartung. Oh, du bist im kritischen Zustand, mein Freund. Warum? Dann schließen wir das Fahrgeschäft tatsächlich und machen einmal eine Notfallwartung, weil Kohle haben wir ja tatsächlich mehr als genug. Also daran scheitert es eigentlich tatsächlich nicht. Ich würde tatsächlich mal sagen, ich drücke immer zu viel Escape, weil ich immer meine, dass man das hier schließen kann, aber das geht tatsächlich nicht. Das ist immer noch ein bisschen blöd. Aber wir brauchen jetzt hier vielleicht, wäre tatsächlich ganz interessant, auch ein paar Picknicktische und so mit dabei. Da können wir ja, hier haben wir die Lampe. Ich würde mal sagen, dass wir uns hier außenrum so ein paar Picknicktische mit dazu setzen. Oder? Das Ganze können wir auch hier auf diese Seite machen. Wir haben zwar jetzt nichts da, wo die Gäste essen können. Aber sie können sich noch ein bisschen mehr hinsetzen und wenn sie was zu essen da hätten, dann können sie essen. So, wir haben hier eine Bank. Da haben wir eine Bank, sonst haben wir hier leider nirgends eine Bank. Hier wäre es tatsächlich noch ziemlich cool, wenn wir eine hätten, aber die haben hier tatsächlich eine ganz andere Bank genommen. Die haben das hier benutzt. Dann können wir auch machen. Passt auch ganz gut. Ja genau, hey, schau mal, ich kann hier eine Bank reinsetzen. Falls der Mitarbeiter einen Schwächeanfall kriegt oder Pause macht, dann kann er sich hier hinsetzen. Dann kann ich auch Mülleimer da reinbauen. Das geht auch. Guck mal, ich kann hier Mülleimer reinsetzen. Alles klar? So, wir brauchen für hier einen Mitarbeiter... Oh Gott, wo haben wir es denn? Notruf, Wartung. Notfallwartung. Komm, auf geht's. So, haben wir das Personalproblem hier oben gelöst?
der arbeitet. Und jetzt knubbelt sich tatsächlich auch gar nicht mehr so krass, ne? Doch. Hier oben haben wir das Problem unseres Lebens tatsächlich. Wie kann ich denn das jetzt am besten lösen? Ach, das ist echt blöd. Der eine kleine Fußweg, der muss das hier alles irgendwie wuppen, aber es funktioniert halt irgendwie einfach nicht. Die Gäste sind zu dick. Gebt euch mal das. Sieht aus wie so ein voller Tag im Europapark irgendwie. Da gehst du genauso durch. Oder im Phantasialand hier, wenn sie ihre billigen Tickets gerade haben. Lese ich ja auch aktuell ganz, ganz viel, dass die Wartezeiten ja, oder die Wege und alles drum und dran ziemlich voll sein muss. Wobei der Wintertraum ein bisschen weniger sein soll jetzt mittlerweile. Aber das ist ganz normal Phantasialand und Europapark. Da geht's immer so zu wie hier. Toilettenhaus ist dreckig. Das ist natürlich schlecht. Das sollte eventuell einmal gereinigt werden. Hier haben wir wieder die Mülleimer, die voll sind. Da ich warte jetzt mal kurz. Vielleicht räumen die Mitarbeiter das ja irgendwie weg. Und in der Zeit gucken wir uns nochmal ganz kurz die Stimmung der Gäste an. Die sagen, ganz schlecht, aber ich weiß nicht wieso. Was ist die Stimmung und was ist das Problem bei euch? Toilette, Hunger. Was ist bei euch hier? Die haben Durst. Ziemlich krass sogar. Dann, aber ich habe doch, Moment mal, ich habe ja hier auch was zu essen und zu trinken gemacht. Also ihr könnt auch gerne hier unten irgendwie Essen, Trinken, Kaufen. Und klar, vielleicht schmeckt es euch nicht. Ich weiß es ja nicht. Was gibt's hier? Slush und veganes Essen. Und was haben wir hier drüben noch? Ach, das war der Hotdog und Soda Lightful. Okay. Ich bin jetzt aber tatsächlich nochmal überlegen, ob wir nicht hier an der Stelle nochmal eine Information dazu machen. Moment, die müsste ich... Nein, hier. Dann können wir hier unten nochmal eine Information dazu machen vielleicht. Sollen wir es hier an die Ecke setzen? Ah ja, wenn ich hier auf Welt klicke, dann funktioniert auch das besser. Zack. Gut. Dann haben wir hier auch einmal einen Mitarbeiter. Dann haben wir die Information. Das ist gut. Personalgebäude für die Pause. Das wäre natürlich hier unten auch noch ziemlich gut. Und ich würde sagen, das machen wir dann tatsächlich hier mit rein, weil unsere Gäste davon ja nicht so viel mitbekommen sollen. So, Mitarbeitermittel, würde ich mal sagen, machen wir dann. Sollen wir das so hier hinsetzen? Ich würde mal sagen, ja. Wo ist denn der blaue? Ich sehe den Pfeil nicht hier. So, dann mal gucken, ob er verbindet. Ja, das passt. Ah, der öffnet automatisch. Okay. Das passt. Damit bin ich tatsächlich sehr, sehr happy, wie es jetzt gerade läuft. Hier ist der Generator in der Luft. Da ist es tatsächlich egal, ob der am Boden ist oder nicht. Bei den anderen war es ja so, bei der Achterbahn, da ging es nicht. Sieht schön aus. Naja, ist egal. Wir haben beim letzten Mal wirklich genug gemotzt, jetzt wollen wir ein bisschen Spaß haben hier beim Bauen. So, gut. Die Gäste hier, die kommen tatsächlich zur Information runter. Das ist okay, das passt. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie schaut's aus mit dem Poolpass. Der scheint den Gästen nämlich tatsächlich etwas zu teuer zu sein. Ein Poolpass, voller Preis. Das ist natürlich schon... Der volle Preis vom Poolpass ist teurer wie der Premium-Pass. Ja, okay. Ne, wir machen mal angepasst und dann weiß ich nicht. Was gehen wir denn ein? 20? Keine Ahnung. Was war jetzt der Originalpreis hier? 35. Ich mach mal 15. Mal schauen, vielleicht verirren sich so ein paar Gäste mehr in den Pool. Oh, habt ihr gesehen? Die drehen um. Die Gäste sind umgedreht. Ich weiß nicht, ob jetzt das aus Versehen war oder ob die Einstellung jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen so... Ich muss doch in den Pool. Wurde billiger.
Aber wir gehen jetzt gleich mal nach oben und gucken uns das Ganze an. Vielleicht... Oh, hier ist weniger geworden. Schau mal. Viel weniger ist es hier geworden. Wo sind die ganzen Gäste hin? Ich habe aber auch 500 Gäste verloren. Okay. 500 Gäste verloren. Hier unten zu der Bahn gehen sie tatsächlich schon, aber auch nicht so viel. Hä? Haben die jetzt alle den Park verlassen? Hui. Hier fehlt eine Achse. Gebt euch das. Da fehlt eine Achse. Die ist hier innen rein gehüpft. Aber was ist das denn? Okay, die andere Seite, die passt. Ja, das ist ja nice. Was für ein Fehler. Kein Wunder, dass die Arrow-Maschinen so schlagen. Okay, das ist ziemlich lustig. Hat es der andere Zug... Hat es der andere Zug auch oder nur der eine? Warte mal, wo ist denn der andere Zug? Hier. Mal kurz, ein kurzes Päuschen einlegen. Ah, der hat es auch. Genau, auch die eine Achse. Warte mal, hat die... Ach, sag mal. Hat die eine Achterbahn das auch? Wo ist sie denn? Hier. Hat die auch irgendwie Probleme mit den Rädern? Na, da ist alles an Ort und Stelle, wo es hingehört. Und es berührt... es berührt den Track. Ah, hier, hat einen Bremsplatten. Ja, verschwinde. Ja, egal. So genau guckt da wirklich keiner hin. Aber das andere war tatsächlich gerade ziemlich auffällig. Und... Warte mal. Okay. Was sind wir denn hier? Im Bauch. Was hast denn du gegessen, mein Freund? Gar nichts, der ist leer. Hier mit dem Kinn. Naja, egal. Lass uns weiterlaufen. Gut, dann. Wo geht's weiter? Was haben wir verbessert? Stroh, achso, das brauche ich tatsächlich gerade gar nicht. Die Stimmung an sich, die ist hier unten ziemlich für die Katz. Aber auch tatsächlich nur hier unten. Das ist ziemlich schlecht. Dann werden wir doch hier unten nochmal ein bisschen was zum Essen mit dazu machen. Wir hatten ja einmal einen Hotdog-Stand. Gelato Bros. Gibt es hier sowas wie Temperaturanzeige? Gibt es hier nicht, gell? Dass man sieht, wie warm es hier ist. Macht das Sinn? Pizza. Wir machen eine Pizza hier unten dran. Einmal eine schöne Pizza. Was? Gelände im Weg? Ach so. Gäste können keinen Parkeingang finden. Ja, das ist natürlich ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, was euer Problem ist, warum ihr nicht zum Eingang finden könnt. Ich meine, ich könnte rein theoretisch hier oben noch so einen Weg lang laufen lassen, aber da hier hinten ist halt einfach nichts, ne? Gar nichts. Aber ich könnte, Moment, ich könnte ja auch, glaube ich... Ich kann auch wahnsinnig viel dazu kaufen. Also ich habe das hier noch zum Kaufen, ich habe das noch zum Kaufen. Den Ozean habe ich gekauft, der gehört mir, ne, in Anführungsstrichen. Da könnte man natürlich auch eine riesen Achterbahn irgendwie noch draufstellen. Macht aber, glaube ich, keinen Sinn. Wir wollen jetzt erstmal die Gäste hier unten so ein bisschen beruhigen, dass die hier ein bisschen mehr in Stimmung kommen. Das ist tatsächlich ein bisschen arg schlecht. Hunger, Durst, daran scheitert es tatsächlich ganz schön krass jetzt irgendwie mittlerweile. Die Toiletten werden auch immer schlimmer. Panik. Na, immerhin gibt es keine Panik. Ich weiß zwar nicht, wie Panik entstehen kann dann. An dem Geknubbel kann es nicht gelegen haben. Aber die Stimmung... Das ist tatsächlich was, ich weiß gar nicht, aus was sich das generiert, weil die Gäste nicht hinkommen, weil nur das hier ist. Luxus ist halt tatsächlich nochmal so eine Frage, ich weiß nicht, was Luxus ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht rausgefunden. Ich
ich weiß halt nicht, ob wirklich Premium-Pässe für Luxus stehen sollen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Wollen die das? Ich weiß ja nicht, was die unter Luxus verstehen, tatsächlich. Ich krieg langsam Hunger. Also ich brauche tatsächlich keine Werbung schalten, wenn ich das hier unten, dieses Negative, nicht gebacken bekomme. Der Müll, der muss definitiv unter 10% irgendwie kommen. Sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und Hunger, Durst müsste eigentlich auch ja, um die 5% vielleicht bloß liegen. So, ich würde mal sagen, das ist so dieses normale Geparke irgendwie, wenn man im Park ist. Ich meine, das gesamte Erlebnis ist gut. Daran scheitert es tatsächlich irgendwie auch gar nicht. Aber, ach, warte mal, ganz kurz, Moment, stopp. Tut mir leid, ich wollte hier nochmal gucken. Ich will mit American Arrow fahren, ich will mit Flawless fahren und ich hatte so viel Spaß, dass ich mir ein Souvenir kaufen muss. Das ist Luxus! Hier! Ich brauche Souvenirs! Habe ich nicht! Ich habe keine Souvenirs! Hier können wir Entenangeln spielen. Leute, das machen wir. Ich habe keinen Pall gehabt, dass das unter Luxus fällt. Kann ich das hier so hinsetzen? So. Also die Einstellung muss definitiv auf Welt, dann ist es deutlich besser. Und dann tut es mir tatsächlich leid fürs Motzen von der letzten Folge. Du bist nur zum Entenangeln, glaube ich, hier, ne? Oder was kann man hier machen? Poolnudel. Achso, hier kann man die ganzen Poolsachen kaufen. Habe ich... Naja, das habe ich natürlich jetzt... Habe ich das am Pool auch gemacht? Ich bin ein Idiot, ne? Oder habe ich das? Das ist die normale Information. Oder war das auch dieses Splashow irgendwas? Nee. Okay, ich habe das nicht gebaut. Ah, okay, Leute, ich habe langsam das Gefühl, dass mein Gemotze stellenweise natürlich berechtigt ist, aber nicht überall. Gut, aber lass mal die Gäste mal hier ein bisschen Luftballons kaufen. Was bist du? Just a moment. Doch, haben wir auch noch. Weiß ich nicht, wo setzt man das hin? Könnte man eigentlich, wenn mich das Spiel das lässt, hier mit dazu? Warte mal. Das geht nicht. Achso, Moment, halt, hier ist Parkgrenze. Geht sowieso nicht. Okay. Da ist die Parkgrenze. Und dann möchte ich da auch gar nicht umeinander doktern. Dann setzen wir einmal hier was hin. Und Hüte. Wir verkaufen noch Hüte. Zum Vorbeugen gegen Sonnenstich. Ja, Moment. Einmal. Ich würde den schon ganz gerne so irgendwie hinsetzen, wenn möglich. Ich meine, der ganze Hintern hängt zwar in der Luft. Oh, das ganze Ding hängt in der Luft. Na, das gefällt mir hier tatsächlich gar nicht. Weißt du was? Dann probieren wir es hier andocken zu lassen. Und das scheint zu funktionieren. Alter, was ist das hier? Klingt total hallig. Ach, er war's. Ich denke mir gerade, was ist das denn? Ah, der macht jetzt Fotos von den Gästen und dann verkauft er die für 10 Euro. Gut, so. Dann, wir haben ein bisschen gegengesteuert. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier oben. Okay, es will keiner einen Luftballon. Wir hatten 3 Gäste hier. Naja, egal. Ich habe ein bisschen Luxus gebaut. So, Luxus. Gut. Die Gäste jucken sich dafür allerdings einen Feuchten. Das muss man
definitiv auch sagen, ja. Die Gäste kommen aber auch nicht in den Pool. Ah, das ist immer noch schlecht, schlecht, schlecht. Angepasst, voller Preis angepasst. Eieieiei. Ja, dann gehen wir mal auf, weiß ich nicht, auf 8 Dollar runter. Dann gucken wir nochmal, wie geht's weiter, wie geht's auch nicht weiter. Prestige-Attraktionen, der fällt. Und der Gedanke für Luxus ist weg. Aber hey, natürlich, klar. Habe ich schon verstanden. Das Einzige, was ich gerade nicht verstanden habe, wo war das mit den Gästen? Luxus, hier. Ah, der Rest ist also noch komplett unverändert. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich schlecht. Hier habe ich das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich so ein paar Gäste mehr in den Poolbereich zieht. Sollen wir hier als Souvenir noch... Na, geht nicht, das ist alles so ein bisschen in der Luft. Das gefällt mir dann tatsächlich gar nicht. Irgendwo hier wäre noch so ein Lux... Also haben wir schon hier, ne? Haben wir was verkauft? Bei dir. 6 Stück. 6 Hüte haben wir verkauft. Na, immerhin. Immerhin haben wir das. Wo könnten wir... Ach, warte mal. Ich könnte natürlich, klar. Hier unten könnte man noch versuchen, irgendwo was hinzustellen. Die Frage ist, wo können wir das hinstellen, damit es schön aussieht? Also wirklich viel los hier unten in dieser Area ist ja tatsächlich gar nicht. Der ist bei 100% jetzt 54. Das ist halt Käse, ja? Hier kommt kein Mensch hin. Vor allem die Verschleißrate ist so niedrig. So, einmal Techniker. Bitte drüber gehen. Bitte arbeiten. Bring das Ding auf Vordermann. Hm. Ich mache hier unten nochmal was dazu mit Luxus. So. Gut, dann haben wir das. Und hier sind jetzt die ganzen Menschen. Deswegen wird es mit Sicherheit auch hier... Oh, die Stimmung gar nicht mehr so schlecht sein. Die Stimmung wurde tatsächlich schon deutlich besser. Toiletten brauchen wir aber noch. Ich würde dann tatsächlich hier vorne nochmal eine Toilette mit dazu machen. Genau, dann haben wir hier noch eine Toilette. Wir brauchen Mülleimer, weil ich gerade gesehen habe, hier unten liegt etwas Müll auf dem Boden. So, so, so. Oh, hier liegt... Oh, immer mehr Müll. Das ist schlecht. Ja. So können wir tatsächlich ein bisschen gegensteuern. Und was wir jetzt nochmal kurz machen, ich hole mir nochmal ein paar Techniker. Mein Umsatz technisch mache ich ja mehr als genug. Sollen wir uns nochmal ein Maskottchen gönnen? Ich würde mal sagen, wir nehmen einen Queen Splash und Coaster King. Kommen uns beide dazu, ist wie Ed und Edda. Freundchen, du stehst falsch. Auch wenn du pinkeln musst, du musst hinter der Linie stehen. Genauso wie er hier. Ja, also es gibt noch ein bisschen was zu tun hier im Spiel. Zack, ja. Jetzt kannst du in die Hose machen. Du bist sowieso nass, dann fällt es gar nicht auf. Und unten am Boot, dann läuft sie sowieso wieder raus. So, das finde ich auch cool, dass du hier tatsächlich so die Hydraulikschläuche und alles noch drum und dran siehst. Finde ich ziemlich cool.
Hier liegt auch Müll. Weißt du was? Dann, wenn möglich... Ja, das geht. Dann machen wir auch hier nochmal ein paar Mülleimer mit dazu. Dann haben wir hier unten nicht alles komplett vermüllt. So, und was machen wir jetzt zur Gäste-Experience? Parkbewertung. Pah, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Im Poolbereich sieht es tatsächlich immer noch wahnsinnig miserabel aus. Da möchte kein Mensch rein. Wobei ich es nicht verstehe. Warum? Was ist das Problem tatsächlich? Zu teuer? Ist es doch nicht zu teuer, oder? Ach, ich gehe mal auf 5. Macht das Sinn? Ach, weißt du was? Egal. Ich lasse einfach so. Dann kriegen wir ein paar Gäste tatsächlich einfach von den Hauptwegen runter. Dann ist nicht mehr zu voll. Also Luftballon will tatsächlich eine Person kaufen. Eine Person. Hey, die erste. Was kostet denn so ein Ding? $15. Oh, das ist schön. Hallo, mein Gast. Vielen Dank, dass du gekauft hast. Und sie hat Durst. Ist nicht so... Hallo, hier ist was zu trinken. Moment, wo haben wir es denn? Latte Love und was? Pipe Shots Juice haben wir auch noch. Und ich habe langsam das Gefühl, selbst wenn ich die Pools jetzt auf 1 stelle, haben die Gäste keinen Bock drauf. Der Ruf des Parks ist eigentlich gut, gell? Wir haben wahnsinnig viel Poolpässe, aber es geht keiner rein. Wir haben 4000 Poolpässe verkauft. Hä? Mal ernsthaft jetzt gerade. Darlehen habe ich keins, nee. Warum wollen die Gäste nicht in die Pools? Parkoption. Achso, das hatten wir schon. Ziele. Ich gehe mal. Konnte ich das hier nachgucken? Strom haben wir ja. Ach so. Ach so. Wasserqualität ist für ein Poppes. Wollen die deswegen nicht rein? Aber die Wassersauberkeit ist gut. Hä? Naja, trotz alledem, wir müssen gucken, dass wir das Ganze hier so ein bisschen gebacken bekommen. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Pool, Strände, Strömungskanal, Schwimmbecken. Irgendwo da müsste es doch selbst hinterlegt sein. Nö. Ah, hier. Eine Wasserpumpe. Da haben wir keinen Strom. Ach, muss ich die tatsächlich an den Weg mit dran setzen? Ja, muss ich. Dann schieben wir die einfach so ein Tickchen nach hinten. Eine Wasserpumpe hier. Dann den Kasten hier, glaube ich, kann ich zum Glück woanders hinbauen. Ein Wasserfilter. Eieiei. Weißt du was? Wo kann man denn den Wasserfilter hin machen, dass ich alle irgendwie, alle Rutschen abdecke? Oh, das ist... Ich mach den einfach mal kurz hier mit dazu. Wasserfilter hier. Das wird da angeschlossen. Das Ding wird hier angeschlossen. Und ich brauche nochmal einen Wasserfilter. Wasserfilter, das ist dann das hier nochmal. Okay. So, dann werden die auch abgedeckt. Gut. Unterirdischer Brunnen. Das hier war ja die Wasserpumpe, die hatten wir ja. Da verbinden wir jetzt dann tatsächlich nur noch schnell den Weg.
So, einmal Mitarbeiter. Grüner Weg passt natürlich perfekt zu der Wiese. Dann fällt das nicht so auf, das ist gut. Muss ich das hier auch noch verbinden? Aber schau mal. Ich hoffe jetzt mal tatsächlich, ich spule mal ganz kurz einen Ticken vor, ob ein paar Gäste mehr jetzt in die Pools kommen. Weil eigentlich Sauberkeit... Wobei, die Sauberkeit war vorher auch da, ne? Aber es passiert nicht wirklich viel. Das ist tatsächlich ziemlich schade. Ich meine, bei den Pools kommt ja auch kein Mensch. Das ist natürlich... An was liegt das? Leute, bitte in die Kommentare schreiben, ich weiß es wirklich nicht. An was liegt es, dass wir hier keine Gäste reinbekommen? Strom haben wir. Die Wassersauberkeit ist jetzt auch gewährleistet. Strom habe ich hier keinen. Brauche ich den hier oben? Weiß ich nicht, aber ich denke mal nicht. Zumindest habe ich nirgends irgendwas rot hinterlegt, dass das kein Strom verfügbar wäre. Ich meine, wir können natürlich trotz alledem gerne hier hinten einmal nochmal was für einen Strom mit dazusetzen. Stromgenerator? Nö. Stromverteiler, den wollte ich. So. Gut. Aber es hat ja eigentlich tatsächlich hier oben nichts gemotzt, von wegen, man hätte keinen Strom, weil das Wasser von den Wasserrutschen ist ja auch gelaufen. Das hat funktioniert, das hat gepasst. Ja, diese Generatoren ziehen natürlich alles ganz schön krass runter, gell? Also wegen den Solarzellen und sowas sagt tatsächlich keiner irgendwas, aber die Generatoren an sich, damit kommt keiner zurecht. Poolsicherheit ist auch gewährleistet. Also eigentlich Unterhaltung. Brauchen wir echt nochmal ein Fahrgeschäft? Hunger. Ich gucke jetzt tatsächlich nochmal kurz, ob wir nicht die Möglichkeit haben, hier nochmal ein Fahrgeschäft zu platzieren. Dafür kaufen wir jetzt mal kurz das Grundstück hier drüben. Ja, das kaufen wir. Und mal schauen, was haben wir tatsächlich noch nicht für ein Fahrgeschäft? Das hier haben wir noch nicht. Ich würde mal sagen, wir machen hier oben dann sowieso Ende mit der ganzen Pool Area. Mehr wird nicht kommen. Was gibt 50.000 für Szenerien einem einzelnen Park aus? War ziemlich leicht eigentlich, weil ich habe tatsächlich nur Blueprints hergenommen. So, wir hatten einmal eine Wegbreite von 8. So. So. Und wir können ja trotz alledem erstmal kurz bis hierhin laufen lassen. Warteschlange lassen wir relativ kurz. So. Genau. Die lassen wir einfach so anschließen. Dann machen wir hier, zack, einmal den Hahn dicht. Gut. Dann, hoppala. Dann können wir... einmal starten. Das Einzige, was wir nur machen müssen, hier die Palme einmal rausnehmen. Die passt nämlich hier überhaupt nicht so ganz thematisch in die Attraktion. Aber ich kann sie nicht anklicken. So, jetzt einmal die Palme weg.
Der Rest passt ja. So, was haben wir sonst noch? Hier. Oh, cool, das mit der Brücke. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen. Wir haben eigentlich tatsächlich sonst jetzt nur noch eine Schiffsschaukel, die wir hier irgendwie setzen können. Außer wir machen jetzt einmal wieder das Selbstgebaute. Und zwar, ich wollte ein Kettenkarussell bauen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht, ne? Genau, Kettenkarussell habe ich keins gemacht. Können wir aber, wenn es ist, tatsächlich auch ganz gerne hier mit dazu setzen. Mach mal hier hin. Eingang, Ausgang, den machen wir, den hauen wir gleich hier drüben hin. Schön. Kein Strom. Habe ich schon wieder alles aufgebraucht? Ich finde es halt ziemlich, was ich tatsächlich ziemlich lustig finde, dass du hier einfach diese Schuko-Stecker hast für Verbindung der ganzen Stromgeneratoren. Das würde kein bisschen funktionieren, würde kein bisschen hinhauen. Naja, egal. So, dann, was haben wir noch? Oh, vor allem, ich sehe gerade, guck mal, hier, Parkbewertung ist gestiegen. War das das Geheimnis? Der Cube. Kann man das nicht auch irgendwie ein bisschen... ein bisschen zusammenfügen lassen irgendwie? Da fehlt mir so ein bisschen was. Gab es von der Cube nicht noch irgendwas anderes? Das gab es nur ohne Thematisierung. Ah nee, warte mal, Mythologie. Und hier auch. Ja, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber das wollte ich auch noch. Das war noch ein Fahrgeschäft, das wollte ich unbedingt noch bauen. So, gut. Eingang und Ausgang. Dann kriegen wir auch das gebacken. Und tatsächlich muss man, so wie es aussieht, das Ganze ein bisschen auf... freie Welt einstellen, dann ist das Ganze deutlich einfacher zu bauen und zu platzieren. So, gut. Warte mal. Die Kredite sind abbezahlt? Der Park ist voll und alle sind zufrieden? Dieser Park blüht jetzt auf, anstatt sich abzustrampeln. Hurra! Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Selbst mein Auge zuckt nicht mehr. Naja, nicht ganz, aber zumindest zuckt es weniger. Entschuldige vielmals. Ich war zu streng mit dir, Brad. Ich sorge mich nur, weil ich dich liebe. Die Wasserfahrgeschäfte waren ein echter Hit. Sei stolz darauf. Danke, Bruder. Danke dir. Nun, ich hüpf nochmal schnell ins Wasser, bevor wir gehen. Kommt wer mit? Hm, selbst schuld. Schönes Ufer. Verdiene eine Platin-Medaille in ein schönes Ufer. Warum kriege ich dafür einen Erfolg? Aber gut. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Szenario tatsächlich erfolgreich beendet. Es war ein wirklich sehr langer, sehr schwieriger Weg, wie ich finde. Ich habe tatsächlich trotz alledem immer noch nicht verstanden, warum keine Gäste in die Pools wollen. Es ist ja tatsächlich so, dass ich wirklich nur 5 Dollar verlange. Ich gehe jetzt mal wirklich auf 1. Aber irgendwie kommen die Gäste tatsächlich einfach nicht. Und das verstehe ich nicht.
Was war das jetzt? Hat's gedonnert? Egal. Aber die Gäste, sie kommen auf alle Fälle nicht. Und das ist... Ja, das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was das Problem hier ist. Weil ich könnte natürlich jetzt erstmal ganz kurz probieren, muss ich vielleicht... Mal kurz gucken, ob wir das irgendwo finden. Was war denn das hier? Parkeingänge. Ne, das will ich jetzt eigentlich nicht. Personal. Ne, das wollte ich auch nicht. Es müsste eigentlich unter Servicegebäude gewesen sein. Das waren die ganzen Mitarbeiter, das waren die Souvenirsachen. Hier ist einmal was für die ganzen Quietscheentchen. Hier oben habe ich aber nirgends Strom. Da ist Strom. Und hier ist auch Strom. So, ich setze jetzt das einmal hier zum Pool. Ist es vielleicht so, dass dieses Gebäude am Pool stehen muss? Dass die Gäste deswegen nicht hinlaufen? Ich probiere es jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich möchte es ja irgendwo verstehen auch. Boah, Alter, der Vogel war laut. Aber es juckt keinen. Sie gehen trotzdem nicht an das Gebäude ran. Ganz im Gegenteil, sie gehen tatsächlich nur weiter, um an die Attraktion zu... Was natürlich auch schön ist, ne? Aber die Missionen zielen ja auch ab, Pools zu bauen und wirtschaftlich zu sein. Ich meine, ich bin wirtschaftlich hier mit dem Ganzen, aber sie gehen einfach nur dran vorbei. Und sonst habe ich... Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum die Gäste nicht in die Parks laufen. In die Pools laufen. Mein Luxus wurde auch noch nicht wirklich besser. So wirklich viel gekauft haben sie nicht. Hier 13 Ballons erst. In der Zeit vor allem, das ist halt natürlich... Unterhaltung, Hunger, Durst, Toilette, Übelkeit. Warum Pool? Weiß ich nicht. Die Gäste wollen nicht. Wassersauberkeit passt aber auch. Also... Keine Ahnung. Was mache ich falsch? Leute, gerne in die Kommentare schreiben. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich persönlich hatte jetzt beim zweiten Anlauf oder beim letzten Anlauf mehr Spaß als wie bei der ersten Aufnahme so. Man muss auch so ein bisschen hinter das ganze System steigen mit der Führung von den Wegen, von den Attraktionen und alles mit dem Setzen. Und dann geht's. Meine Bugs sind natürlich immer noch wahnsinnig viele da, aber ich denke, hoffe, bin zuversichtlich, dass es kommt, dass es fixen werden. Und in dem Sinn, bis zur nächsten Mission. Und euch auch, ja, ganz viel Spaß beim selber bauen. Also, haut rein. Ciao.